Ich sag's doch. Niemand kehrt von diesen schwachsinnigen Missionen lebend zurück. Zusammen bereit für einen wilden Ausritt? Dann seid ihr hier richtig bei den Outriders. Ja, beim letzten Mal hat das Ganze mitten in dem Video gestoppt, beziehungsweise am Ende des Videos. Da hatte das Spiel einfach ein Bluescreen. Und das war's. Ende aus. Da habe ich dann aufgehört. Die Videolänge war sowieso erreicht. Habe ich mir gedacht, das probiere ich einfach später wieder. Es gab seitdem leider kein Update. Heute ist der dritte. Es gibt etliche Probleme in dem Spiel. Es wirkt schon wie bei Cyberpunk. Und es gibt immer noch keine Updates dazu. Also auf Twitter habe ich das Ganze ein bisschen verfolgt. Die erzählen zwar, dass sie dran arbeiten und so, aber naja. Was haben wir denn hier? Fertigung. Endlich Fertigung. Mit Hilfe der Fertigung kannst du deine Ausrüstung verbessern und dann deinen Spielstil anpassen. Das ist besonders auf höheren Weltstufen und im Endgame wichtig. Zahedi, der Wissenschaftler Zahedi, steht in deinem Lager bereit, um deine Waffen und deine Rüstung zu modifizieren. Es gibt die folgenden Fertigungsoptionen. Stufensteigerung, Seltenheit verbessern, Mods und Varianten auswechseln und Attribute verbessern. Fertigungskosten. Jede Fertigungsmethode nutzt unterschiedliche Ressourcen. Eisen wird zum Verbessern von Waffen verwendet und Leder für die Verbesserung von Rüstung. Epische und legendäre Ausrüstung benötigt Titan. Zum Austauschen von Mods brauchst du Mods aus deiner Sammlung sowie Eisen oder Leder. Zum Verbessern von Attributen werden Attributsplitter benötigt. Ressourcen. Jede Fertigungsmethode nutzt unterschiedliche Ressourcen. Eisen wird zum Verbessern von Waffen verwendet. Ja, okay, das hatten wir da eben schon. Sollte da nicht irgendwas vom Abbau stehen? Ja, okay. Scheint noch ein Fehler zu sein. Aha, verkaufen oder zerlegen. Nicht benutzte Ausrüstung kann verkauft oder zerlegt werden. Diese beiden Möglichkeiten haben einen unterschiedlichen Zweck. Beim Verkaufen erhältst du Währung, um Ausrüstung zu kaufen, und beim Zerlegen erhältst du Ressourcen für die Fertigung. Ausrüstung verkaufen. Du kannst dem Händler Gegenstände verkaufen, um Schrott zu erhalten. Schrott ist die Grundwährung, die du benötigst, wenn du Ausrüstung kaufen willst. Falls deine Waffe oder deine Rüstung eine allzu niedrige Stufe haben sollten, kannst du sie unter anderem dadurch verbessern, dass du dir beim Händler einfach neue besorgst. Zerlegen. Statt Gegenstände zu verkaufen, kannst du sie auch zerlegen, um Material und Splitter zu erhalten und neue Mods freizuschalten. Splitter werden bei der Fertigung gebraucht, um die Attribute von Gegenständen zu verbessern. Mods. Freigeschaltete Mods werden in der Sammlung hinzugefügt und können dann bei der Fertigung benutzt werden, um die bestehende Modifikation zu ersetzen. Denk nur daran, dass sich die Effekte mehrerer Mods mit demselben Namen nicht aufaddieren. Okay, kommt noch ein Hinweis? Noch ein Hinweisbildschirm? Nein. Da gibt es eine Nebenmission, da drüben gibt es die Hauptmission, da hinten gibt es noch eine Nebenmission. Und da gibt es meine Kiste, da wollte ich noch mal an. Pfeift aus dem letzten Loch. Hab alles Nützliche rausgeholt. Der Doc muss mit uns fahren. Okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, Bluescreen, genau. Super nervig. Da habe ich noch was. Bugs, Performance, überall Probleme. Ja. Was soll man dazu sagen? Fällt mir nicht wirklich viel ein. Außer zu warten. Deswegen habe ich heute eben am. Also nehme ich heute direkt am Samstag auf. Und wenn das Spiel dann einigermaßen läuft, werde ich auch ein bisschen mehr aufnehmen. In der Hoffnung, dass ich eben dann ja nicht auf allzu viele Bugs stoße oder Dinge, die das Spiel verhindern, das Weiterspielen verhindern. Es sind jetzt auch lauter Dinge aufgetaucht, zum Beispiel da oben sind auf einmal Auszeichnungen, die ich beim letzten Mal nicht gesehen habe. Es ist eben im Menü wurde mir schon was angezeigt, was beim letzten Mal nicht angezeigt wurde. Bisschen durcheinander alles. Mal schauen. Es ist schwer, das Spiel gerade zu mögen.
So. Querschläger. Schüsse treffen einen weiteren Gegner im Umkreis von 5 Metern um das ursprüngliche Ziel. Das hat eine höhere Waffenstärke. Lebensentzug durch Fähigkeit, Rüstungsdurchschlag. Aber das Ding hier ist stärker. Und wenn ich das damit im Nahkampf kille, dann bekomme ich auch noch Leben dazu. Ja, gut. Egal, dann nehme ich das hier auseinander. Konnte ja ein bisschen was austauschen. Gehe ich mal an die Kiste. Und falls ihr mögt, könnt ihr mir auch mal sagen, was ihr mögt an dem Let's Play oder vielleicht auch nicht mögt. Das könnt ihr mir entweder über Daumen hoch oder runter zeigen. Oder, was natürlich noch besser wäre, ein Kommentar. Da würde ich mich sehr freuen. Moment, jetzt habe ich Stufe 10 Ausrüstung. Hier drin. Und die ist aber ganz schön schlecht. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt schon habe. Das ist ja bescheuert. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, dann. Wozu habe ich denn jetzt hier das Hell's Rangers Paket? Okay. Verstehe ich nicht. Ich leg's aber mal an. Gib mal alles her. Also die Ausrüstung. Ich habe auch ein bisschen was an der Geschwindigkeit des Cursors geändert. Und an der Helligkeit. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Am Sound kann ich leider nichts ändern. Das ist einfach, weil ich hier an der PlayStation sitze und den PC-Sound nicht nutzen kann. Kritische Treffer gegen einen Elite-Gegner erhöhen deine Waffenstärke 6 Sekunden lang um 64. Okay. Malikraft, das hat Bonuswaffenstärke Heilung erhalten, Schaden auf kurze Distanz. Anomaliekraft, Abklingzeit, okay. Maximal Leben. Ja, die sind gar nicht so viel schlechter. Die Rüstung ist halt nicht ganz so toll. Du erhältst 10% des kritischen Trefferschadens gegen Elite-Gegner als Leben. Erhöht den Schaden den Angriffswaffen verursachen um 10%. Anomalie. Erhöht den Schaden bei Gegnern, deren Status um 29. Ja, Sonnenbrand ist halt stark. Okay, ich habe Anomalie, Anomalie und Bonuswaffenstärke. Hier ist Max Leben drauf, okay. Und dafür habe ich ausgetauscht, Bonuswaffenstärke. Erhöht die Reichweite der Fähigkeit. Und du erhältst bei Aktivierung der Fähigkeit 15 Sekunden lang einen Bonus von 18 auf Waffenstärke und 51 auf Anomaliekraft. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, welche Fähigkeit das sein soll. Der Fähigkeit. Das ist aber nicht, das ist keine Fähigkeit für mich. Oder? Okay. Ja, die Details bringen nichts. Steht genauso viel drin, wie hier drauf steht. Phantomsprint. Im Kampf wird deine normale Ausweichrolle durch einen Phantomsprint ersetzt, mit dem du durch Gegner hindurchlaufen kannst. Das ist cool. Das ist sehr cool. Also eine mögliche Absorption eines zusätzlichen Ziels. Ich probiere es einfach mal aus. Ansonsten tausche ich das alles wieder zurück und ja, sonst gehe ich drauf. Ich habe keinen Bock drauf. Neue Auszeichnungsstufe. Ja. Und als nächstes gibt es Konvoi-Anpassung selten. Cool. Gut. Ich würde sagen, dann gehe ich erstmal eine Nebenmission an. Und zwar hier bei Zahedi. Wenn du mal einen Moment Zeit hast, würde ich gerne. Outrider, was kann ich für dich tun? Was ist diese Anomalie? Die Anomalie. Kannst du sie erklären? Tja, kurz gesagt, nein. Das Ganze wird Anomalie genannt, weil es sich nicht erklären lässt.
Es ist wieder die Physik. Es scheint eine grundlegende, natürliche Kraft des Planeten zu sein. Elektromagnetismus und Gravitation. Aber sie ist auch eine Art Wettersystem, das Regeln folgt und vorhergesagt werden kann. Manchmal haben wir Sonne, manchmal Regen. Meistens regnet's. Ich habe Theorien. Aber die wissenschaftliche Methode erfordert Beobachtung, Hypothese, Experiment und schließlich Gutachten. Das Problem ist, es gibt keine Gutachter mehr. Warum haben wir die Anomalie nicht schon vorher entdeckt? Warum wussten wir vor der Landung nichts von der Anomalie? Diese Werte müssen doch aufgefallen sein. Dies ist ganz sicher nicht die Welt, die uns versprochen wurde. In allen Berichten, die die Erde erreichten, hieß es immer, man hatte den Garten Eden gefunden. Keine Welt, die versucht, uns auf jede erdenkliche Art umzubringen. Da hätten wir gleich auf der Erde bleiben können. Also was ist passiert? Ich weiß es nicht. Mein Vater kannte diesen Planeten in- und auswendig. Er war Mitglied des Wissenschaftsrats, der diese Welt auswählte. Offensichtlich ist während der 67 Jahre, die wir im Hyperraum schliefen, irgendetwas passiert. Etwas hat den Planeten verändert. Woher hast du den Ablenk für den Satelliten? Was ist, Dr. Sahidi? Vorsicht! Das ist der allerletzte Satellitenablink auf Enoch. Du hast keine Ahnung, wie lange ich den gesucht habe. Woher wusstest du von ihm? Mein Vater. Ich habe in seinen Notizen einen Hinweis gefunden. Nach der Landung hat er hier nach einem Signal gesucht. Lange vor uns. Er hat als erster Expeditionen entsandt. Damals war ich noch ein Kind. Du bist als Kind nach Enoch gekommen? Mhm. An Bord der Flores gab's nicht viele Kinder. Mein Vater hatte aufgrund seiner Stellung das Privileg, seine Familie mitnehmen zu dürfen. Okay, bevor ich die Nebenquest annehme, schaue ich mir erst nochmal das mit der Ausrüstung an. Die Ausrüstung verbessern. Sahidi kann neue Gegenstände für dich herstellen, wenn du ihm die benötigten Materialien bringst. Okay. So wie ich jetzt... Achso, das ist nicht ausgerüstet, das ist ausgerüstet. Ich nehme einfach mal das Ding hier. Stufenaufstieg. Okay. Erhöhe die Stufe eines Gegenstandes, um seinen Hauptparameter Waffenstärke oder Rüstung zu erhöhen und seine Attributwerte neu auszuwürfeln. Die Stufe eines Gegenstands kann nicht über das Limit der ausrüstbaren Gegenstandsstufe erhöht werden. Seltenheit verbessern. Um ihre primären Parameter Waffenstärke oder Rüstung zu verbessern und eine weitere Mod zu erhalten, kann nur bei ungewöhnlichen oder seltenen Gegenständen verwendet werden. Ja gut, das Ding hat ja schon 3 Mods drauf, ist ja schon maximal... Attribute erhöhen. Erhöhe die Attribute der gewählten Ausrüstung mit Splittern. Splitter sind ausschließlich für bestimmte Attribute nutzbar und du erhältst sie, indem du Gegenstände zerlegst. Welche Art Splitter du erhältst, wird durch das Splitter-Symbol neben einem Attribut angezeigt. Splitter, die für Ausrüstung benutzt werden, können bei der Zerlegung zum Teil zurückgewonnen werden. Okay, das hier zeigt die Splitter an. Steht auch da, wenn man drauf geht. Du erhältst Splitter, wenn du Waffen und Rüstungsteile zerlegst. Dann kannst du die Splitter bei der Fertigung verwenden, um spezifische Attributwerte zu erhöhen. Und Ausrüstung modifizieren. Wechsle eine Mod gegen eine andere aus. Es kann nur ein Platz mit einer Mod bestückt werden. Mehrere Mods mit dem gleichen Namen können nicht kumuliert werden. Zerlege einen Gegenstand mit dieser Mod, um sie freizuschalten. Okay, also um das Ganze zu testen, nehme ich erstmal eine andere Waffe, glaube ich. Ändere die Variante der Waffe zu einer anderen, die für diesen Waffentyp verfügbar ist. Waffenvarianten werden mit höheren Heldenstufen freigeschaltet. Das ist wahrscheinlich das Aussehen, das ich hier ändern kann. Hier sind die ganzen Mods. Um eine Mod freizuschalten, musst du einen Gegenstand mit dieser Modifikation finden und ihn zerlegen. Alle Mods von zerlegter Ausrüstung werden für die Fertigung freigeschaltet. Stand da wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich konnte es nicht zu Ende lesen. Okay, Fusionsexplosion. Hier kann ich die Mod austauschen. Einmal. Hier kann ich das Aussehen, schätze ich mal, verändern, Attribute erhöhen, das heißt diese hier,
da wo der Splitter drauf ist. Kritischer Schaden könnte dann erhöht werden. Und Seltenheit verbessern geht jetzt hierbei nicht. Stufenaufstieg. Aktuelle Maximalstufe. Ah ja, da steht's. Sehr geil. Ja, cool. Also wenn ich vernünftige Ausrüstung gefunden habe, nehme ich die einfach mit. Allerdings werden kritischer Schaden und Schaden auf kurze Distanz neu ausgewürfelt. Wie man das sieht, das ist das Fragezeichen. Aber dafür braucht man dann das Eisen. Beziehungsweise hier Leder. Die Rüstung geht auf 0? Da stimmt doch was nicht. Es würde sowieso nur eine Stufe hochgesetzt. Das Ding. Aber wieso steht da, Rüstung geht auf 0? Was ist das denn für ein Unfug? Ich schaue mir gerade nochmal diese Waffe an. Die ist ja eigentlich 2 Schaden mehr. Waffenstärke auf 513. Das ist eine 12er. Das ist eine, auch eine 12er. Auch 12. Ja, okay, also im Moment lohnt sich das nicht so richtig, glaube ich. Also, theoretisch lohnt es sich natürlich immer, stärkere Ausrüstung zu haben, aber gut. No. Könnten noch andere Outriders im Kälteschlaf sein? Ich habe mich gefragt, könnten noch andere Outriders im Kälteschlaf sein? Tja, schon möglich. Jane und ich hatten nicht erwartet, auf dein Team zu stoßen, und da die Rebellen näher rückten, hatten wir keine Zeit, nach anderen zu suchen. Ich musste ja nicht sagen, wie gefährlich die First City ist, aber ich würde gerne als Erster erfahren, was du findest. Na klar. Ich bin auch gespannt. Ich sehe mich mal um. Die Kapsel, in der ich dich gefunden habe, war in einem alten Labor beim Fluss. Dort solltest du zuerst suchen. Alles klar. Bevor ich hier noch eine Quest annehme, gehe ich einfach erstmal... Moment. Endlose Dunkelheit verfolgen. Schaue ich gerade mal auf die Karte. Und zwar... hierhin. Dann mal Schnellreise. Hierhin? Keine Ahnung, ich mach das einfach mal. Ich komme da schon irgendwie hin. Ne, Moment. Oben links wäre besser gewesen, glaube ich. Dann hoffe ich mal, dass er es schnell lädt. Das wird jetzt ein doppelter Ladebildschirm. Ach ja. Aber Fertigung immerhin schon mal freigespielt. Stück für Stück. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob jetzt noch was kommt. Den Truck habe ich. Die Fertigung habe ich. First. Ja, mal schauen, ob es dann noch rausgeht. Also aus dieser Stadt hier. Ja, ich muss da rüber. Ne, dann passt das ja doch. Hey, Sahidi. Warum ist 30 Jahre lang sonst keiner drauf gekommen, die Outriders aufzuwecken? Tja, nach dem, was im Wald mit dir passiert ist, sie wollten ein Heilmittel entwickeln, aber daraus wurde nichts. Wenn's keine Heilung gibt, woher wusstest du, dass ich das Aufwecken überlebe? Das, ich wusste es nicht. Tut mir leid, ich wollte nur den Ablenk finden. Oh. Gehört der Helm dazu? Warum gucken da die ganzen Haare raus und so? Ich dachte, ich hätte nur die Maske auf. Warum hat er den Helm auf? Das ist der Helm. Aber das ist die Maske. Ah, jetzt. Okay. Bug gefixt. bin ich vorbeigelaufen?
Hat er nicht gerade in der anderen Richtung angezeigt? Ich bin vorbeigelaufen, ne? Da muss ich hin. Irgendwo hier. War ja klar, dass es da noch reingeht. So ein Weg ist in Videospielen eigentlich nie umsonst da. Ja, Tagebuch beschafft. Nicht das, was er wollte. Oh, mein Hals, ey. Tut mir leid, dieses ganze Geräusper hier. So, noch ein Tagebuch. Reicht die B2-Anlage auf der anderen Seite des Flusses. Das heißt, einfach wieder hier raus. Zwei Tagebücher holen und raus. Den Ausgang zur Hauptstraße nehmen. Auch schön, dass es jedes Mal eine Zwischensequenz gibt, wenn er die Tür öffnet. Da steht, dass die ECA die meisten Kälteschlafkapseln in irgendeine B2-Anlage gebracht hat. Da habe ich ja, glaube ich, im letzten Mal schon gesucht. B2 muss die große Kapsel auf der anderen Seite der Brücke sein, links von dir. Wie komme ich dorthin? Folge der Stadtmauer, dann kommst du automatisch zur Anlage. Jo, bin schon da. Hier lang. Oh, das Moorland betreten. Okay. Ja, das mit den ganzen Ladesequenzen, das ist mir jetzt auch klar, was die gemeint haben. Also das war auch ein großer Kritikpunkt. In der Demo war das ganze Gebiet ja noch relativ beschränkt. Man hat aber gesehen, wohin es geht. Aber jetzt bei einem großen Gebiet und dann alle 5 Sekunden irgendwas laden. Ich kann die Kritik schon verstehen. Hier kann ich sogar ein bisschen ins Wasser. Gibt es hier irgendetwas für mich? Hier ist nichts drin. Ich meine, ich mag das Spiel. Ich mag ja die Art Spiele auch. Aber es macht es, wie gesagt, einfach nicht. Oder es macht es nicht besonders einfach, so rum es zu mögen. Was haben wir denn da? Hallo. Kenne ich dich schon? Achso, doch, hier ist halt die gleichen vom letzten Mal. Da für dich. Das. Und das ist für dich. Gut, dass ich so viel Munition habe. Zack, zack. Da einmal, dann bitte mal explodieren. Hat's noch gereicht? Naja, einigermaßen. Er hat auf jeden Fall den Schaden bekommen. Ja, boah. Dass ich die Zielgeschwindigkeit angepasst habe, lohnt sich erstmal richtig. Es funktioniert einfach so viel besser gerade. Trotz meiner Unfähigkeit. Oh, das mitnehmen. Einmal das und das und so, habe ich das auf Co? Ich glaube schon. Dann schaue ich nochmal nach Kisten und sowas. Immer nach Kisten schauen. Immer nach Kisten schauen. Mhm. Nö. Aber immerhin konnte ich das eine Teil da abbauen. Sonst gibt es hier nicht viel. Hier drin vielleicht.
Hallo? Kiste? Da, na also. Da habe ich ein bisschen zu früh gedrückt. Die hätten drinnen sein müssen, weil die ja jedes Mal erstmal gestoppt werden, wenn die von irgendwas getroffen werden. Da, nimm mal das. Das ist für dich. Ich muss nachladen. Nimm mal das. Mal durchgerollt. Und den auch noch weg. Yay! Das ist geil. Das kommt durch die Schuhe. Ist doch Phantomspule. Whatever. Jäger Rang 1. Sehr schön. Zeig mal her. Ach, da gibt es nichts Neues. Aber es gibt einen neuen Klassenpunkt. Den kann ich mir schon mal holen. Und zwar Anomaliekraft um 6% erhöhen. Auf jeden Fall. Genau. Und Waffenstärke wird um 15% der Anomaliekraft erhöht. Das will ich als nächstes haben. Ich mag sowas. Alles, was so aufeinander aufbaut unter den Stats oder zwischen den Stats, ist ziemlich cool. Du auch noch abbauen. Und das Gute ist, jetzt geht die Weltstufe nicht mehr ganz so schnell hoch. Das heißt, ich kann dann tatsächlich das Ganze fortsetzen. Weltstufe bekomme. Ich dachte schon, das steigt schneller. Aber es passt soweit. Oh, der da hinten ist down. Da ist noch was zum Abbauen. Oder? Ist das was? Ja. Das ist was Neues. Oder ist das einfach nur eine große Ader? Mal schauen, wie viel gibt's. 259. Ja, ist einfach nur eine richtig dicke Ader. Da war noch eine. Schön. 216. Das ist ja schon eine Aufwertung. Mehr Gegner, Ögito. Da, Gegner. Weg, weg, weg. Oh, blau. Sehr schön. Gib her. Da ist noch eine Kiste. Nicht vergessen. Noch mehr blau. Moment. Den Schrott brauche ich auch noch. Die Steuerung ist echt ein bisschen hakelig. Also ich würde das gerne mal auf PC spielen. Wenn ich denn könnte. Aber hier, so ist das, läuft das nicht so besonders gut. Ja, komm mal her. Oh, lass mal ein bisschen schnell her. Weg mit euch. Ja, wo habe ich das denn auf? An wen habe ich das denn angebracht? Boah, kannst du jetzt mal aufhören, mich die ganze Zeit anzuspringen? Puh. Die eine Fähigkeit habe ich scheinbar tatsächlich eingesetzt, aber ich habe nicht mitbekommen, an wen die gegangen ist.
So angesprungen werden ist nicht schön. Eine Art Schrift. Das war jetzt ein bisschen sehr chaotisch. Tagebuchnotiz, Massenerweckung. So. Bin drin. Ich suche jetzt nach den Kapseln. Tu das. Ich gehe aber hier lang. Drück mir die Tagebücher. Es sind einige Kapseln. Die Kälteschlafkapsel. Untersuchen. Sehr gut. Jakob, ich habe Skarstedt gefunden. Wie meinst du das? Ist er am Leben? Nein. Dank der ECA ist er jetzt ein Terrarium. Ach komm schon. Skarstedt? Verdammt. Wir haben zusammen in Bagdad und Caracas gekämpft. Er gab niemals auf. Hätte den Dienst auf seinen zwei Beinen beenden sollen. Das hätten sie alle. Ja, ja, ja. Scheißtod. Andererseits schmerzfrei. So. Jetzt wäre ich noch ein Tagebuch. Die ECA hat Experimente an uns durchgeführt. Hast du das gewusst? Nein, wirklich nicht. Aber die Outriders waren als erste von einer fremden Mikrobe befallen. Es war legitim, euch zu untersuchen, um andere zu retten. Und dabei haben sie die Hälfte von uns gekillt? Was für eine Scheiße. Echt mal, was für eine Scheiße. Gut. Dann geht's zurück zu Sahedi. Wir geben noch die Quest ab. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der anderen Nebenquest. Verbindung zum Outrider-Server konnte nicht hergestellt werden. Okay. Warum auch immer. Das jetzt schon wieder. Das heißt, wahrscheinlich ist der Server down. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.